Aha. Verdammte Scheiße. Das brennt sicher gleich durch. Ah, gut, ist vorbei. Aha, das ist alles noch altes System. Der Synth ist im Arsch. Licht machen wir an, das ist so cool. Kann ein bisschen störend sein, aber passt schon. Das wär's. Ja. Schachtel Zigaretten. Kann ich den Knopf drücken? Oh, das sind die Türen, okay. Trinkglas, okay, ist egal. Schlüssel. Moment, okay, ich habe einen Schlüssel. Telefon. Was haben wir hier? Fusionszelle, Schraubenzieher, okay. Ah, da war doch noch was. Steampack Blut. Super. Wopsen. Ich denke, ich sollte speichern. Zum Glück habe ich eine Powerrüstung an, ne? Ah, gut. Superkleber brauche ich für die Rüstung. Fuck. Na komm, ich wollte eigentlich... Oh. Lächerlich. Oh, ich muss noch ran. Ich erwische den nicht, das ist ja katastrophal. Hätte ich die Powerrüstung nicht, wäre ich schon längst tot. Nicht. Oh mein Gott, wie die abgehen. Und nicht einen Kratzer. Gib mir das. Terminal Einsteiger. Okay, verbessert. Ist ja wurscht. Ich guck mal. Ich speichere und guck mal weiter. Ach, das ist mir egal. Okay, Terminal werfe, glaube ich, für die Türen einfach nur. Aber ich kann das eh so knacken. Oder doch nicht. Oder vielleicht doch nicht. Wie schön. Fuck. Was ist mit Terminal? Versuchen wir Terminal. Falsch. Natürlich das hier oder das hier. Keine Ahnung. Ich weiß es ja auch nicht. Da ist, hier ist niemand, oder? Ist das cool? Kronkorken. Hoppala. Ich nehme hier Sachen mit, die wollte ich gar nicht mitnehmen. Oh ja, das will ich mitnehmen. Vorschlag haben wir doch nicht. Na. Keine Ahnung, ich weiß, das Problem ist. Oh Gott, ich bin so dämlich. Ich habe nämlich. Ich hätte mehr Sachen zu Hause lassen sollen, damit ich mehr Sachen tragen kann. Was ist denn los mit dir? Bist du dumm? Alter! Zum Glück habe ich eine Powerrüstung mit. Ah, das Wall-Licht hätte ich echt weglassen sollen, hä? Huh? Stört schon ein bisschen. Bisschen stört es mich schon. Oh, was haben wir hier? Mod. Gut. Super. Okay. Ja, ich werde dann, wenn ich wieder daheim bin. Oder vielleicht finde ich hier so eine Powerrüstungsstation. Werde ich das Licht ändern, denn es gefällt mir gar nicht so. Ist zwar lustig, ne? Gut, ja, super. Aber es stört doch ein bisschen.
Kleber. Klebeband. Ich kann Kleber, brauche ich ganz dringend. Da ist eine tote Katze. Katzenflasche. Oh, es tut mir leid, Kätzchen. Einsteiger kriege ich auf. Ganz easy. Oh, verdammt. Geschafft. Geschafft, super. Und was ist hier drin? Nichts. Ja. Institut, Gewehr, kurz. Runner, Uniform. Oh, ich kann nicht mehr. Kronkorken. Oh, Laborkittel nehme ich mit. Stigmac, gut. Steampack. Okay. Schade, ich kann nicht mehr. Was lasse ich da? Ich muss irgendwas da lassen. Meine ich ja, das ist Schande. Ich hätte mehr daheim lassen sollen, echt? Runner-Uniform. Tschüss. Du bist weg. Tut mir leid. Wer will hier Stress? Du da oben. Gut, 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 gut. Andere Seite auch noch. Super. Der andere Seite auch noch. Lächerlich. Wo bist du? Oh Gott, du bist hinten im Eck. Ich glaube, ich habe eine Powerrüstung gesehen. Oh Gott, habe ich eine Powerrüstung gesehen? Wenn da jetzt eine Powerrüstung war, dann bin ich echt traurig. Okay, wir könnten was von Hilfsmittel da lassen. Wir könnten aufbereitetes Wasser trinken. Das kann ich wieder was tragen. Das ist eine Pisslacke, oder? Oh je. Yeah. Verbessert, kriege ich auch, oder? Super. Wie schön. Was ist das hier? Was ist das? Katzenfleisch. Oh mein Gott, wie traurig. Oh, no, 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 no. Nicht meine Rüstung kaputt machen, hey. Nicht meine Rüstung kaputt machen. Es hat echt Ewigkeiten gedauert, dass ich das so hauptsam habe. Cool, ein Supermutant. Katze, Schande. Warum nehme ich das Katzenfleisch mit? Oh mein Gott, okay. Okay, 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 so. Nein. Oh fuck, warum muss ich jetzt nachladen? Ist ja lächerlich. Kill es! Super. Perfekt. Ah, das ist keine Powerrüstung. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, ich kann leider nur noch die Munition mitnehmen. Benötigt Terminal. Super, jetzt muss ich Schlösser knacken mit dem Terminal. Das kann ich ja nicht. Aber das ist Einsteiger, also müsste es eigentlich irgendwann mal funktionieren. Wir haben ja Zeit, oder? So ist ja nicht. So. Dies hier. Nein, dies hier. Oh, dies hier. Perfekt. Türsteuerung, Turmsteuerung. Müssen wir auch noch aktivieren, die Türme. Okay, das Türe haben wir. Turmsteuerung. Deaktivieren über die Verteidigungsding. Deaktivieren. Abschaltung. Super. So, kann ich wieder speichern. Ah, no, wetten, einer von denen jumpt jetzt aus und kill me. Was haben wir hier? Was ist das? Ablegen. Keine Ahnung. Habe ich schon zwei, dreimal eingesammelt.
Keine Ahnung, für was das ist. So, ich mach das Wall-Licht jetzt futsch. Ja, siehst du, da fehlt ja einer. Da rennt ein Super-Super-Mutant. Jetzt ist die Frage. Reagenzglas. Also meine Theorie ist so folgendermaßen, okay? Das Institut hat die Supermutanten erschaffen. Biowissenschaft, okay? Super, jetzt bin ich da durchgelaufen für nichts und wieder nichts. Vielleicht ein paar Informationen, dass es überall tote Katzen gibt. Gibt. Terminal. Laserfeld deaktivieren. Dr. Holdrins Synth-Gorilla-Projekt zeigt vielversprechende Ergebnisse. Da bist du ja. Schön, dass du es geschafft hast. Das sind keine echten. Gut zu wissen. Was, kann ich das irgendwie markieren, dass ich weiß, was ich für den Typen holen soll? Für Virgil? Es ist toll, dass du hier bist. Ja, ich weiß. Willkommen. Schön, dass du hier bist. Dr. Clayton Holdren, Leiter der Abteilung Biowissenschaft. Ich kann es kaum erwarten, dir unsere Arbeit zu zeigen. Sie ist wirklich atemberaubend. Ich freue mich schon darauf, mehr zu erfahren. Dann würde ich dir gern eine kurze Übersicht über unsere Arbeit geben. Wie der Name andeutet, geht es in der Abteilung Biowissenschaft vor allem um Studien in den Bereichen Botanik, Genetik und Medizin. Unser wichtigstes Ziel ist die Sicherstellung der Gesundheit und des Wohlergehens aller Personen im Institut. Dazu bauen wir hochspezialisierte Arten von Flora an, für die Verwendung als Lebensmittel und Medizin. Wir haben uns sogar schon mit synthetischem Tierleben befasst. Du hast bestimmt die Gorillas gesehen. Das ist im Moment noch Liebhaberei. Die Möglichkeiten sind aber trotzdem spannend. Okay. Es gibt wohl nichts, was er nicht hinbekommt. Mit harter Arbeit und Kreativität kann man jede Herausforderung meistern. Wir haben bestimmt schon viel von deiner Zeit in Anspruch genommen. Aber weißt du schon, ob du zu uns kommst? Ich will es versuchen, das bezweifle ich, noch nicht sicher. Würde ich reinpassen? Ich weiß nicht, wie gut ich reinpasse, aber ich würde es gerne versuchen. Großartig. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich kann mir vorstellen, dass du dich noch weiter umsehen möchtest. Ich beantworte aber auch gern alle deine Fragen. Das wär's erstmal, danke. Dann mach's gut. Super, den haben wir schon mal. Ich muss das Ding finden für den Virgil. Das ist wichtig. Aber die Gorilla, ist cool. So, wo ist... Ich guck mal nach, ob ich das irgendwie markieren muss. Okay, sprich mit den Siedlern, so, aber Big Ding, Sicherung. Sprich mit Dr. Mari. Technologie aus Vault 5 und okay. Okay, ich sehe es nicht. Schande. Ja, woher soll ich wissen, wo im Virtual seine Kacke ist, hä? Er war, ich weiß nur, er Biowissenschaftler war. Okay, super, super. Und? Was jetzt? Ich bin jetzt auch ein Biowissenschaftler. Ups, ja. So, hier bin ich vorhin durch. Sicherheitstür Einsteiger. Wieso ist die verschlossen? Das wär's. Weil hier was drin ist. Sensor. Keine Ahnung. Recorder. Okay, ja, ich kann leider Gottes nicht mehr viel mitnehmen. Das Institut.
Super, jetzt muss ich mal die Leute kennenlernen und dann geht's weiter, ne? So ist es. Was bist denn du für einer? Statusmeldung, alle Funktionen normal. Ein cooler Helm. Die Rüstung, okay. Ist das eine Nein, das ist... Okay, nein, das ist... Ich könnte dich einfach killen und fertig. So, wo ist Püppchen? Nahrungsergänzung 77 abgesetzt wurde? Das ist ja korrekt. Die habe ich am liebsten gemocht. Oh. Ich will noch etwas behalten. Ich werde Ihr Anliegen gerne an die Abteilung Biowissenschaft weiterleiten. In anscheinend bewegt sich mein Ziel hier oben, oder? Ich möchte Nahrungsergänzung 77, ja, Institut Forschungs... Okay. Vielleicht war er auch bei der Forschung. Ich weiß es nicht. Oh, da werden Waffen getestet. Super, da bin ich ja genau richtig. Da bin ich richtig. Hey ho. Schon seit mehr als 2 Stunden dran. Was testet sie überhaupt? Eine Waffe. Jetzt macht sie das nur noch aus Spaß. Ich will auch ran. Kann ich das einfach nehmen? Ja, ja, ist wurscht. Tja, das war produktiv. Schlaf ist Zeitverschwendung. Stimmt. Ich würde lieber effizientere Plasma-Emitter entwerfen. Die Waffe will ich nicht, aber Fusionszellen nehme ich gerne. Okay. Ich kann schon... Oh, was habe ich denn... Was kann ich denn loswerden? Ah, wie viel? 3 Kilo. Okay, dann trinke ich einfach mal. Ah, oh, den Scotch. Fuck. Chat. Karotten. Ah, das Katzenfleisch. Kaugummi. Wofür? Was brauche ich? Kaugummi. Zack, zack, zack. Und wo ist... Er haut zwar die Radioaktivität in die Höhe bis zum Geht nicht mehr, aber ich habe jetzt... So, ich bin das neue Ziel. Ich kann wieder ein bisschen was tragen. Passt schon. Ah, da hinten, okay. Heidi Hodi. Entschuldigung, Doktor. Ah, du bist es. Endlich eingetroffen. Ja, ja. Ich weiß, wer du bist. Wissen wir alle. Vater freut sich bestimmt sehr, dass du da bist. Aber hoffentlich stört das unsere Arbeit nicht. Keine Sorge. Ich verspreche, euch nicht im Weg zu stehen. Danke, das weiß ich zu schätzen. Oh, bevor ich's vergesse, zeig mir mal deinen Pip-Boy. Ich soll da einen Runner-Chip installieren, Anweisung von Vater. Du sollst freien Zugang erhalten und das Institut jederzeit betreten und verlassen können. Wow! Das will ich nicht. Scheint unnötig. Was macht ihr? Danke. Danke. Ich bin sicher, das wird sich als nützlich erweisen. Angesichts der Tatsache, dass der Transmitter die einzige Möglichkeit ist, ins Institut zu gelangen, ist nützlich wohl eine leichte Untertreibung. Und falls dir die Bedeutung nicht ganz klar sein sollte, niemand außer dir hat diese Möglichkeit. Das stimmt sollte nicht. Dir zeigen, wie sehr dir Vater vertraut. Also, wenn es sonst nichts mehr gibt, muss ich das zurück an die Arbeit. Stimmt nicht. Glaubst du, wie bin ich denn daherkommen, hä? Ich hätte gern einen Fortschrittsbericht über deine Abteilung. Wenn es geht. Wie ich sehe, fühlst du dich in deiner neuen Position wohl. Nun gut, wir haben die Ressourcen von anderen Projekten wie dem Kindersynth abgezogen, um uns auf Phase 3 zu konzentrieren. Ich hoffe, die Anstrengungen an der Oberfläche sind erfolgreich. Wie ich hörte, hängt das stark von dir ab. Ich brauche Aluminium, ich muss meine Rüstung danach irgendwo wieder reparieren. Sexis, ich darf alles nehmen. Das finde ich toll. Was ist hier drin? Da ist ja auch was drin. So, gut. Mit dir habe ich auch schon gesprochen. Jetzt müsste ich da eigentlich durch, oder? Aber wie schalte ich denn das Gitter aus? Von hier gar nicht. Falsche Seite. Okay. Falls es noch niemand erwähnt hat, von 22 bis 6 Uhr ist Ruhezeit. Okay. Das heißt, da darf, muss keiner arbeiten. Fuck, sonst die ganze Zeit? Du bist ein Runner? Willkommen im Institut, Sir. Ich hasse euch, Runner. Nee, eigentlich gar nicht. Ist mir voll egal. Keine sichtbare Wirkung auf die K-14-Verbindung.
Wir beginnen dann mit dem nächsten Versuch. Die Dosierung ist jetzt viel höher und die Nebenwirkungen werden wahrscheinlich ausgeprägter sein. Ja. Werde ich Schmerzen haben? Jede Menge. Schätze, das musst du selbst herausbekommen. Stehe. So, ich muss noch... Oh Gott, wo sind die? Hallo, Sir. Willkommen in der Versorgungsstelle. Ja, okay, gut. No, will ich nicht. Ich muss hier hoch. Ich muss hier irgendwie hoch. Da kann ich einfach nicht hier so. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist ja viel cooler als überhaupt irgendwo. Ich will hier gar nicht mehr weg. Sie kennen das Protokoll, Sir. Nur für autorisiertes Personal. Dr. Ayo denkt also, er kann sich in seinem Büro verstecken? Gut, dann sag ihm, dass ich mit Vater über diese unangekündigten Sicherheitskontrollen sprechen werde. Alles mit Vater? Mitten in der Nacht zu durchwühlen? Danke. Vollkommen inakzeptabel. Z3BO Süd, keine Ahnung. Sepp. Wir gehen jetzt in den Raum, Sepp. Ich denke wirklich darüber nach, in der Robotik mal mit dem Knüppel reinzuschlagen. Und was ist? Das ist aber ganz schön schlimm. Ich will mit meinem Knüppel reinschlagen. Es gibt schon genug Reibereien zwischen uns. Und eigentlich allen anderen Abteilungen. Hallo, Doc. Bist du etwa weich, Alana? Ah, da bist du ja. Justin Ayo, stellvertretender Direktor des Synth-Einbehaltungsbüros. Ich will ganz offen sein. Wir werden dich in nächster Zeit genau im Auge behalten. Trotz deiner Verwandtschaft mit Vater wissen wir nur wenig über dich. Das verstehst du sicherlich. Es wird doch keine Probleme geben, oder? Keine Probleme. Nein, keine. Schön zu hören. Also, Vater hat mich gebeten, dir einen kurzen Überblick über das Synth-Einbehaltungsbüro zu geben. Wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, Synths zurückzuholen, die sich unter den Menschen an der Oberfläche verstecken. Es ist wohl am besten für alle, wenn die Synths hier bleiben. Ganz bestimmt. Hochentwickelte Technologie des Instituts darf nicht in die falschen Hände geraten. Die Auswirkungen könnten katastrophal sein. Unser wichtigstes Instrument ist der Runner, ein Synth der dritten Generation, der an der Oberfläche arbeitet. Runner spüren aus dem Institut geflohene Synths auf und holen sie zurück. Sie sind höchst selbstständig und können kämpfen, infiltrieren und aufspüren. Mit einem Wort, unsere Runner sind gnadenlos. Aber das weißt du bestimmt, da du ja schon einem begegnet bist. Ich würde ja zu gerne wissen, wie du ihn besiegt hast. Ich besitze Kampferfahrung. Trotzdem sollte es ein Runner spielend mit einem einzelnen Kämpfer aufnehmen. Ich muss wohl in der Robotik nachfragen, ob sie eine Diagnose der gesamten Produktion durchführen können. Als hätten wir nicht genug Probleme. Also, wenn sonst nichts mehr ansteht, gehe ich wieder zurück an die Arbeit. Gut. Ich würde gern mehr über die Rückführung der Synths erfahren. Gut. Wenn ein Runner einen Synth gefunden hat, benutzt er dessen Rückrufcode, um seine Erinnerung zu löschen und ihn zu deaktivieren. Dann beginnen wir mit der komplizierten Wiederherstellung der ursprünglichen neuralen Bahnen. Ist dieser Vorgang erfolgreich, geht der Synth wieder seinen Pflichten nach, ohne Erinnerungen an seine Zeit an der Oberfläche. Oftmals können wir den Schaden aber nicht reparieren und müssen die gesamte Einheit entsorgen. Oi, okay. Gib mir das. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Wie ich hörte, kriegen wir eine neue Nahrungsergänzung. Wow, ihr freut euch echt wegen Gatsch. Oh, kommt schon, Leute, ihr müsst hier weggehen. Fusionszellen, siehst du das nicht? Siehst du nicht, dass ich Fusionszellen brauche? Runner? Hi. Eine Power-Rüstung ist sehr robust, schränkt aber die Beweglichkeit an. Ja, die ist aber cool. Okay. Ich denke nicht, dass drei wir jetzt unbedingt... Genehmigungsstufen. Ist das zu glauben? Drei. Was? Ja, es ist katastrophal. Drei gleich. Alter, was hast du getan? Manchmal muss man den anderen Abteilungen ein bisschen Druck machen, um zu bekommen, was man will. Die Anpassung wird schwierig, aber vergiss nicht, dass Synths keine Menschen sind. Ja, ist klar. Super. Scanne. Person identifiziert. Solange du mich nicht töten willst, ist alles gut. Okay? Gut. So. Ich muss hier... Wo ist denn die? Ah, Moment mal, ich habe ja getuned. Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. Ich denke, so hoch geht das gar nicht. Oder? Nee, das ist viel zu hoch. Wir müssen gucken. Wir müssen gucken. Ah, da geht er. Oder sie? Er, sie. Vater ist mehr als sie hat irgendeinen psychopathischen Begleiter. Sie haben es ernst gemeint. Du bist wirklich hier. Tja, also, ich bin Ali.
Okay. Ellie Fillmore. Okay. Ich bin sowas wie die Chefingenieurin des Instituts. Okay, ich bin dein Chef. Als Vater uns von dir erzählt hat, konnte ich es kaum glauben. Du hast so viel durchgemacht, da hätten die meisten wohl aufgegeben. Wenn ich fragen darf, was hat dich die ganze Zeit überhaupt angetrieben? Schauen. Ich wollte meinen Sohn finden und ihn beschützen. Jetzt bist du hoffentlich stolz darauf, was für ein großartiger Mann er geworden ist. Also, ich erkläre dir kurz die verschiedenen Abteilungen dieser Anlage. Danach beantworte ich die Fragen, die du vielleicht noch hast. Du weißt vielleicht schon, dass wir dafür sorgen, die mechanischen und elektrischen Systeme am Laufen zu halten. Wir warten und verbessern alle Systeme, die es ermöglichen, hier zu leben und zu arbeiten. Hinter diesen Wänden befinden sich viele Maschinen, die Luft und Wasser aufbereiten und Energie für die Labore und Quartiere liefern. Unsere Arbeit ist vielleicht nicht so spannend wie die der anderen Abteilung, aber mindestens genauso wichtig. Du bist hier und hast mit Vater gesprochen. Heißt das, du bist an Bord? Absolut. Absolut. Schön zu hören. Da wird schon ein Stein vom Herzen fallen. Lass dir Zeit. Mach dich mit allem vertraut. Es gibt viel zu lernen. Und eine Reihe von Dingen, die man oben nicht findet. Wenn du noch was über die Abteilung dieser Anlage wissen möchtest, sage ich es dir gern. Oh. Gut fürs Erste. Passt schon. Also, bis dann. So, abgeschlossen. Okay. Wow. Ach, kein Levelaufstieg. Schade. Und jetzt? Sprich mit Vater. Wird mir das anzeigt, bitte? Er geht hier irgendwo herum. Denk daran, nicht unnötig Energie zu verbrauchen. Nicht wieder aufladen, bevor euer Stand auf unter 2% gesunken ist. Und wenn eure Navigationssoftware noch nicht gepatcht wurde, holt das Meeting nach. Wir brauchen keine Synths, die gegen Wände laufen. Das wäre alles. Wie komme ich hier hoch? Hier. Oh Daddy, oh Daddy, oh Daddy, Daddy, ich komm jetzt. Warum nenne ich ihn Daddy? Ich bin sein Daddy. Ich bin dein Vater. Bin ich schon richtige Höhe? Kann ich hier rüber? Da ist er, ich sehe ihn. Ich könnte ihn killen, wenn es sein muss. Gut, na, ich muss noch einen Stockwerk hoch. Oder diese Tür öffnen. Das ist die Frage. Na gut. Ich denke, ich muss noch eins hoch. Gut, 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 gut. Du bist ein verkackter Sünd. Ich könnte dich einfach so. Unbekannte Person. Freigabe bestätigt. Was? Ah, der Fusionskern ist gleich alle. Das nennst du einen sauberen Boden. Haben deine visuellen Rezeptoren eine Fehlfunktion? Dieser Einstock ist unten. Siehst du nicht den Staub und Dreck? Vater? Ich nenne ihn nicht Vater, ich nenne ihn Sean, okay? Ich kann ihn doch nicht Vater nennen, ich bin sein Vater. Keine Ausreden. Du bist was denkst du? Defekt. Nachdem du das Institut jetzt selbst gesehen hast. Es ist sehr schön, faszinierend, okay, ja. Ich bin überhaupt nicht beeindruckt, nichts Besonderes. Zurück zur Oberfläche. Ihr habt die Technologie, die ich mir nie erträumt hätte. Faszinierend. Schön, dass du unsere Leistung zu schätzen weißt. Es war ein langer Weg dahin. All unser Wissen und unsere Ressourcen dienen einem einzigen Ziel, das unser Motto perfekt zusammenfasst. Menschheit. Neu definiert. Leider gibt es keine Fortschritte ohne gelegentliche Rückschläge. So bemerkenswert unsere Synths auch sind, ohne Überwachung können sie gefährlich sein. Der überlegene Geist und Körper des Synths, der sich mit so etwas wie einem freien Willen herumschlägt, kann zu Chaos führen. Wenn Synths intelligent und sich ihrer bewusst sind, haben sie ein Recht auf freien Willen. Wie nahe sie menschlichem Verhalten auch kommen, sie sind dennoch unsere Produkte. Wenn du siehst, was ich dir zeigen will, wirst du verstehen, dass wir wissen, was gut für unsere Synths ist. Ein abtrünniger Synth hat die Raider-Bande in Libertalia übernommen. Seine Erinnerungen wurden gelöscht und seine Identität wurde verändert.
Er glaubt nun, er sei ein Mann namens Gabriel. Unter seiner Führung haben die Raider viele Unschuldige getötet. Ich habe einen Runner nach Libertalia geschickt. Schließ dich ihm an und hol den Zünd zurück. Okay. Bring den Zünd nach Hause. Das wäre das Beste für alle. Du solltest gehen. Viele sind in Gefahr und eine Verzögerung könnte Leben kosten. Super. Triff den Runner. Oh, das Institut wird mir so hier anzeigt. Okay. Moment einmal, ich werde mal kurz. Kann ich das von hier? Oh, ich kann von hier aus eh schnell reisen. Super. Das ist super. Oder? Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe nur schwarzen Bildschirm. Irgendwie lächerlich, oder? Jetzt, au. Zip, 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 zip. Okay, ich wurde hierhin teleportiert. Ich muss kurz nur gucken. Ist das Ding im Arsch? Oh no, echt jetzt? Super. Das Ding ist vollkommen im Arsch. Sehr lächerlich. So, ich muss irgendwem die Ding geben. Okay, wo bist du denn? Oh, Gonzales. Wo ist er denn nur hin? Die Musik wird hier lauter. Ich muss hier wieder... Da ist er ja, oder? Kakalaka, da ist aber die Musik. Ich muss kurz den Radio abtrennen. Ich muss den Radio finden. Wo ist der verkackte Radio? Hier ist er. Und er ist aus. Gut. Kann das noch warten? Nein, kannst nicht. Das ist das Holoband, das du mir gegeben hast. Voller Daten des Instituts, hoffe ich. Okay, ich fange gleich mit der Analyse an. Mal sehen, ob ich daraus schlau werde. Okay. Denk dran, das Institut ist nicht unser Feind. Ich weiß, aber es schadet nie, auf alles vorbereitet zu sein. Nur für den Fall, dass sie auf die Idee kommen, dass das Commonwealth nicht groß genug für uns alle ist. Das ganze gute Zeug darauf wird verschlüsselt sein. Also muss ich zuerst versuchen, die Verschlüsselung zu knacken. Danach muss ich schauen, was dabei ist. Ich habe keine Ahnung, was wir alles von ihrem Zentralrechner runtergeholt haben. Ja, super. Okay, ich muss dann irgendwie nochmal zurück ins Institut und muss schauen, dass ich für den Virgil die Sachen wieder kriege. Also das Ding, warum ist das so hell? Das ist sicher Denzel. Ja, ich muss gucken, dass ich für Virgil das Ding bekomme. Was er braucht. Was habe ich denn an Schrott? Ich habe jetzt viel Schrott, oder? Schaltkreise. Aluminium. Gut, 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 gut. Kleber. Ja, ich habe schon einiges an Schrott gesammelt. Gut. Perfekt. Super, super. Okay, Leute, ich hätte gesagt, das war es fürs Erste. Wir waren jetzt im Institut. Das werde ich irgendwie wieder mal abbauen müssen, nehme ich an. Und dann kann ich die Stromdinger nutzen, ja, für unsere Gebäude und so, etc. Was weiß ich. Für ein paar Sachen. Keine Ahnung, was ich noch hinbauen werde. Ja, es war cool, oder? Und ich kann das jetzt. Bam! Und das ist es mir wert. Sexy. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts gesagt. Die Powerrüstung ist einfach nur Bombe. Es ist einfach nur Spitze. Ich sollte sie reparieren, aber gut. Aber gut, das war's. Leute, macht es gut, haut rein. Tschüss.